Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier im Marsch. Ich sehe gerade, dass die Körperweiten im Zentrum schon wieder fällt sind. Können wir gleich mal Platz machen? Ja, das kippt mit dem LKW rein. Und dann ist sie abgeschlossen mit der Ernte. Jetzt können wir ja mit Strohballen pressen beginnen. Ah, da müssen wir erstmal sehen, dass wir das Hammel fertig machen. Also die beiden Wiesen sollen neu bestellt werden. Und wenn nur hier Stroh gepresst wird, dann muss ich dabei sein, damit wir gleich die äußeren Bahnen mitnehmen. Ja. Entschuldigung. Den Kurs haben wir eigentlich gespeichert. So. Da können wir vorfahren, dass wir Platz haben, ne? Dann ausklappen. Einmal X. Naja. Cool. Ich wollte die V machen, aber brutalerweise geht auch. Ja, mit zwei Drescher geht das ziemlich schnell, ne? Können wir zurück zum Hof fahren. Immer einen am anderen. Ich meine, da kann man mit einem gelben schon mal anfangen, mit der Strohpresse, dass er die erste Runde fährt. Und die zweite, das kann man ja beruhigt machen. Die Presse nur mit einem, denke ich mal. Weil die Mitte komplett fehlt. Kurz gucken, den Kurs kopieren, den großen Haufen mal wegnehmen. Die presst ziemlich schnell. Aktuell Staub. Oh, den großen Berg wollte ich wegnehmen. So, Großladen. Und zwar fällt nur 54 Ernte. Ernte. Dann. Machen wir nach dem Punkt. Warum presst du jetzt nicht? Muss ich gucken. Ah! Zwei Kurse. Das ist der Grund. So, dann, was hätten wir jetzt? Jetzt fahren wir den Drescher zurück und dann die beiden Fahrzeuge schicken wir auch zum Hof. Das machen wir gleich. Dann stehen die nämlich im Weg. Okay, Änderung im Plan. Und zwar Hof. Hof.
Gut, berechne mal ein bisschen. So, hier einmal auch ab. Böse. So. Nächste. Jetzt haben wir Zeug zum Hof. Machen wir selber. Gustav und Else. Keine Ahnung, weiß es nicht. Mir gerade so eingefallen. So. Da brauchen wir nicht reparieren bei dem Stand von 2%, 5. Das ist vernachlässigbar. Wir fahren zum Hof und dann gehen wir immer ja, flügen weiter, ne? Die anderen beiden werden sich am Berlin angekommen sein. Das ist dann nicht so tragisch. Keineswegs. Das muss auch verschoben werden, die Fabrik. Die werden aber eher Zuckerrüben machen. Für Zucker, ne? Aber kommt Zeit, kommt Rat. Immer einen nach dem anderen, aber so. Ich kann dann mal trocknen zum Heu. Bis den anderen wollte ich verfällt um 23 fahren. Ja. Immer einen nach dem anderen. Das könnte auch noch morgen gemacht werden, also. Fahren wir hier durch. Das ist Folge Nummer 5. Ja, Freitag. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Und heute ist wieder Livestream, LS, aber kein 7DCD. Das werde ich am Samstag machen, wahrscheinlich. Oder umgekehrt, ne? Es kann auch sein, dass ich sage, okay, Freitag 7DCD. Na, das geht nicht, muss ich. Da müsste ich die Folge für, das geht auch, eine Folge für Freitag machen, für Samstag. Mal sehen. Aber ich habe auch nicht entschieden. So. Flügen wollte ich. Ah nee, Gras. Wird abgeerntet, alles weg. LKW, ne? Ja, den sollten wir auch wegfahren. Ja, man merkt hier, dass hier kein 100% ist, ist weniger Stroh. Aber das macht nichts. Müssen wir gleich Stroh sammeln gehen, das ist ganz wichtig. Sonst kriegen wir hier Probleme bei der zweiten Runde, bei der dritten, wenn er hoch runter fährt. Die Feldreihen arbeitet. Jetzt macht er die Außenbahn fertig. Wenn ich das könnte, würde ich mit Terraformen die Straße runterholen auf normalem Niveau. Aber ich glaube, die Straße wird eher oben bleiben. Dann müsste ich einen ja, sprengen oder so. So, was ist hier los? Das war gerade kalt. Hier ist der Glattweg ein bisschen in die Straße. Ein bisschen. Ein Verkehr auf der Marsch.
Jo. Ist auch nicht in der Flucht gelungen, ne? Könnten wir gleich voll machen. Ja, wir wollen mal sehen, das wird mal sehen. Wir müssen das mit Flügen fertig kriegen hier. Flügen ja, aber Stroh. Aber das finde ich komisch. Die Gurte, die man das Spiel manuell speichert und neu lädt, dann sind die Gurte aktiv. Wenn das Spiel jetzt alleine sich speichert würde, dann wären die Gurte, ja, man setzt die aktivieren, nicht mehr aktiv sein. Liefern wir erstmal am Hof ab, wenn ich mit einem halb vollen LKW hinfahre, ne? Also meist muss noch viel wachsen. Sollte eigentlich morgen in dem Schub kriegen. Wir könnten jetzt eigentlich auf. Ne, muss ich erst vormähen. Muss ich erst vorher mähen, Probleme. Ach, die Nase juckt. Hinter mir darf ich von Elke weg, ne? Ah. Oh, die Krähe. Müssen wir nicht zu dir gemäht kommen, ne? Der müsste hier irgendwo sein. 13, 19, da. Wir wollen noch mähen, ne? Und Ton ist auch so leise, sicherlich. Ups. Wir haben noch heute die Folge, heute am Tag noch gemäht bekommen. Wenn wir gemäht haben, können wir ja, dann kannst du trocknen und dann kannst du in aller Ruhe auch auf 5 weitergehen, ne? Weil unsere Felder sind noch nicht reif und die, wie gesagt, die Aussaat mache ich nachher. Das kann ich auch morgen machen, also in-game morgen, also ne, also Gras ist nicht ganz so wichtig, dass es jetzt gemacht wird, ne. Da wird zum Mähen sowieso nichts mehr, bis im Herbst. So, da sind wir. Einmal Heu bitte. So. Entschuldigung. Na, 9 Meter reicht schon.
Gut. Kann er mal hin. Und wir gehen dessen bei und sammeln schnell mal Stroh. Damit er keine Probleme gibt. So, liebe Schauer, das soll es auch für die heutige Folge gewesen sein. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Und like, fleißig abonnieren, fleißig liken. Ab und zu mal kommt es ja. Du, wenn nicht, ist auch nicht gut. Der ist auch gut. Kein Problem. Und tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.